Heute ist Montag und ich habe euch ja letzte Woche erzählt, dass ich angefangen habe, ein Brot zu backen, das ich quasi nicht so vor den Backofen gesteckt habe. Das habe ich jetzt tatsächlich sogar über Nacht gehen lassen, also von gestern auf heute, vom letzten Vlog auf diesen im Prinzip. Das steht jetzt vor mir, ich werde das jetzt mal backen. Also das ist jetzt rund 12 Stunden gegangen und ich bin mal gespannt, ob ich geschmacklich auch einen Unterschied bemerke oder ob das verträglichkeitsmäßig einen Unterschied gibt oder nicht. Also angeblich soll das mit dem Brot ja verträglicher sein, wenn man das länger gehen lässt, als eben nur die Zeit, die es im Backofen geht. Und es ist jetzt, wie gesagt, 12 Stunden gegangen. Ich werde das jetzt nochmal durchkneten, damit ich das vernünftig in die Schüssel da reinkriege, also in die Backform reinkriege. Und dann werde ich es in den Backofen schieben und dann gibt es heute Mittag ein frisches Brot. Ja, ich habe ja heute Morgen das Brot gebacken, von dem ich letzte Woche schon mal erzählt habe, dass ich etwas gehen lassen habe mit meinem Brotrezept, das ich euch da so mal wieder verlinke. Ich kann es mir mit dem i leider irgendwie immer nicht merken, das ist mit der Kameraperspektive immer irgendwie ein bisschen doof. Ja, ich habe das Brot gebacken und ich muss sagen, das ist super geworden. Also es hat wirklich, wirklich lecker geschmeckt. Es ist ein bisschen weicher geworden als sonst und ansonsten ziemlich genial. Ich glaube, ich werde das jetzt öfter probieren, dass ich das Brot mal gehen lasse, wenn das irgendwie zeitlich hinhaut, weil das ist schon sehr geil, wenn man das fertig machen kann und es einfach so in den Backofen schieben kann, ohne dass man das gehen lassen muss. Deswegen mag ich das Brot eigentlich so wahnsinnig gerne. Aber wenn man das abends vorbereitet und dann gehen lässt, dann ist das natürlich auch mega klasse. Und dann schmeckt es auch ein bisschen anders. Und wie gesagt, die Konsistenz ist ein kleines bisschen anders. Also es ist etwas weicher und fluffiger, ein bisschen feinporiger. Und trotzdem sehr, sehr gut. Also gefällt mir. Schreit nach Wiederholung. Könnt ihr tatsächlich ja auch mal ausprobieren und mir eure Erfahrungen mal hier unten in die Kommentare schreiben. Ich werde so einen gemütlichen Montagabend genießen. Mein Freund ist die Woche auf Montage und wir kriegen ja am Donnerstag Besuch. Deswegen muss ich die Tage jetzt arbeitsmäßig noch ein bisschen reinhauen. Ich habe noch einiges zu tun. Und das soll natürlich alles noch fertig werden diese Woche, beziehungsweise so viel wie möglich eben fertig werden. Und deswegen werde ich wahrscheinlich das Vloggen den Rest der Woche, bis wir unseren Besuch bekommen, tatsächlich beiseite lassen. Denn ich arbeite zum Teil ein bisschen vor, bis unser Besuch da ist und zum Teil halt auf jeden Fall werde ich frei machen, wenn der Besuch da ist. Also ich werde nicht arbeiten und versuchen halt gar nichts zu machen. Das muss tatsächlich auch mal sein und muss auch mal drin sein. Auch wenn man selbstständig ist, muss man eben auch mal Tage haben, wo man nichts tut. Beziehungsweise nur das aller Nötigste. Also wenn wirklich mal Holland in Not ist, dass ich dann eventuell jemandem antworte oder wie auch immer. Das natürlich schon, aber eben nicht richtig arbeiten und das werde ich mir tatsächlich gönnen, dieses quasi lange Wochenende von Donnerstag bis Sonntag, damit ich ein bisschen Zeit auch habe und Zeit mit unserem Besuch verbringen kann. Wortfindungsstörung. Ja, also jetzt ab auf die Couch und noch den Abend genießen und Rest der Woche einen Schlag reinhauen, was die Arbeit angeht. Ja, heute ist unser Besuch schon quasi eine Nacht da. Wir waren heute in Zürich. Leider ist das Wetter dieses Wochenende überhaupt gar nicht so toll. Letztes Wochenende konnten wir noch bei 20 Grad auf dem Balkon sitzen und draußen frühstücken. Und dieses Wochenende läuft irgendwie alles so ein bisschen schief, beziehungsweise nicht so, wie es soll. Und wir haben viel, viel Regen und das ist ein bisschen schade, denn immer wenn man Besuch hat, ist das immer ein bisschen doof. Wir haben es trotzdem versucht, sind nach Zürich gefahren und
Wurden tatsächlich kurz nachdem wir angekommen sind, ziemlich lange im Stau gestanden haben, weil heute ein Feiertag ist hier in der Schweiz oder in einigen Teilen der Schweiz, nur in Zürich nicht, also nicht nur in Zürich nicht, aber als angrenzender Kanton zu unserem Kanton in Zürich eben kein Feiertag, fahren die meisten umliegenden Kantone eben dorthin, um den Feiertag dort nutzen zu können und auch noch Sachen einzukaufen, was wir auch gemacht haben. Aber wir wollten ja überwiegend unserem Besuch die Stadt so ein bisschen zeigen, beziehungsweise ein bisschen durch die Stadt laufen und gucken, was da so ist. Haben wir tatsächlich auch gemacht, aber eben leider Gottes im Regen, was nicht so wirklich schön gewesen ist. Das war ja ein bisschen schade. Dementsprechend voll aufgrund des Wetters war es auch bei Sprüngli. Wir wollten eigentlich in der Bahnhofstrasse dann nochmal zu Lind-Sprüngli rein. Das haben wir dann auch ausgelassen, weil eben es so voll gewesen ist, dass wir gar keinen Platz bekommen haben. Und ja, das ist eben das Pech, wenn man im Herbst zu uns zu Besuch kommt, dann ist das hier auch in der Schweiz nicht mehr das wunderschöne Wetter, was man sich eben so wünscht. Kann man nichts machen, muss man mit klarkommen, kommt unser Besuch aber auch definitiv mit klar. Und wir können die Zeit auch Gott sei Dank nutzen, auch wenn unser Besuch eben ja, den Regen aushalten muss. So ist das nun mal, kann man nicht ändern. Morgen soll es wandern gehen, morgen soll es besser werden, morgen soll wohl der mit schönste Tag dieses Wochenende werden. Und wir wollen morgen auf die Rigi rauf. Ziel ist es, von einem Parkplatz nach oben zu laufen und anschließend von oben wieder runter. Ich hoffe ganz, ganz stark, dass mein Knie und meine Hüfte das mitmachen. Ich habe jetzt vor 3 Jahren, 16 meine ich, den Kreuzbandriss gehabt und immer noch Probleme mit dem Knie. Ich war ja beim Osteopath noch wegen Rücken und Hüfte. Warum da Schmerzen in der Hüfte sind, weiß ich tatsächlich nicht. Ich tippe mal auf eine Fehlbelastung, aber das ist... Muss ich mal gucken. Das beim Osteopathen hat tatsächlich nicht viel gebracht. Den nächsten Termin habe ich auch wirklich abgesagt. Und ich werde jetzt mal gucken, was da morgen passiert, wie das läuft. Und dann kann ich euch nächste Woche mal ein Update geben, wie es tatsächlich jetzt mir ergangen ist nach der Wanderung. Weil ich weiß immer, wenn ich wandern gewesen bin, dann dauert das tatsächlich so 1-2 Tage. Und wenn sich das dann nicht regeneriert, dann werde ich damit auf jeden Fall nochmal zum Arzt gehen und nochmal schauen, was der dazu sagt, weil das mit dem Knie mir langsam wirklich auf den Nerv geht. Ich kann es halt nicht so nutzen, wie ich das möchte. Ich kann mich nicht mehr richtig hinhocken und das ist echt, ja, super ätzend. Und ich hoffe, dass ich das irgendwie hinbekomme. Ich versuche das mit Dehnen tatsächlich und das klappt nicht so richtig, weil das Dehnen tut im Knie weh und nicht im Oberschenkel. Und ja, wenn irgendjemand von euch Erfahrung mit Kreuzbandrissen hat und ähnliche Probleme hat, dann freue ich mich immer darüber, wenn ihr mir hier in die Kommentare vielleicht eure Erfahrung schreibt, dann können wir uns da so ein bisschen austauschen. Das würde mich wirklich sehr, sehr stark interessieren. Wie dem auch sei, wir werden jetzt noch einen netten Abend zusammen verbringen und dann geht es morgen los zum Wandern auf die Rigi. Und da gibt es bestimmt ganz, ganz viele schöne Bilder. Samstag, wir sind mit unserem Besuch heute auf die Rigi gelaufen. Das ist doch der Grund, warum ich ein bisschen schnaufe. Und zwar sind wir von einem Parkplatz Seebodenalb jetzt erst zur Rigi Staffel hochgelaufen, haben da gerade eben was gegessen und jetzt geht es noch hoch Rigi Kulm. Leider sind wir so ein bisschen in den Regen gekommen, deswegen der Regenschutz auf meinem Rucksack. Aber alles halb so wild und die Aussicht ist für diese Jahreszeit wieder wirklich wunderschön.